Ja, Jesse, aber auch namens uns. Willkommen in Groningen. Dankeschön, auf jeden Fall. Ich freue mich hier zu sein und bedanke mich. Ja, ein sehr schönes Shirt hast du. Dankeschön, Dankeschön. Mir gefallen die Farben, mir gefällt das Stadion. Ich bin glücklich hier zu sein. Ja, groen wit staat je prachtig, hè? Ja, auf jeden Fall. Het heeft lang geduurd, hè, voordat alles pas rond was met FC Groningen. Hoe kan het dat het zo lang duurde? Ja, het was een lange periode. Was auch interessant von deutschen Clubs. Aber am Ende bin ich hier, wo es mein Wunsch war, hier zu spielen und hier auf dem Spielfeld zu stehen. Deswegen bin ich glücklich, am Ende hier zu stehen. In Ingolstadt war auch interessiert, aber das ist nicht gelungen, geglückt? Ja, wie ich gesagt habe, ein deutscher Club war auch interessiert, ist ja kein Geheimnis. Und, aber es war mein Wunsch, wie ich gerade eben gesagt habe, hier zu spielen. En Groningen had ook gewenst om jou hier te halen, maar tot twee keer toe hebben ze hun best gedaan om jou te halen. Dus dat willen ze heel graag hebben, hè? Ja, ik hoop het maar. Ik hoop het maar. Ja, maar anders komen ze niet, ja. Ja, genau. En nu wil ik nog op de plaats en met de jongens kicken. Ja, en lekker in de Eredivisie blijven voetballen. Genau. Ik heb jetzt ervaring door het laatste jaar. En ik freu mich nog 4 jaar hier te spelen. Wat zijn jouw kwaliteiten? Ik denk maar dat ik een agressives Zweikampfspiel heb. Kopfballspiel und dass ich der Mannschaft damit helfen kann und will. Auch Tore mit dem Kopf, ne? Ja, genau. Ich hoffe, dass ich für Groningen hoffentlich auch ein paar Tore machen kann, schießen kann. Und, das fehlt in Groningen, eine kopfstarke Spieler. Ich hoffe mal, aber ich denke, wir haben auch sehr gute Innenverteidiger auch hier im Verein. Und, ja. Was sind die Punkte, die ihr müsst verbessern? Ich denke, man kann sich an jeder Sache irgendwie verbessern. Ich bin jung, ich muss noch viel lernen. Und ich denke, in jedem Punkt kann man sich verbessern. Was ist auch du das kommende Jahr vor FC Groningen? Ga je direkt vor der Basisplatz? Weil da ist wohl viel Konkurrenz mit Samir Milosevic. Ja, ich denke, aber Konkurrenzkampf ist ein beliebtes Geschäft. Und das entscheidet dann am Ende der Trainer. Natürlich ist es von jedem Spieler das Ziel, Stammspieler zu sein und mit der Mannschaft gut zu performen. Je bent echt een linker verdediger, hè? Nooit iets anders gespeeld op middenveld of in de spits? Nee, ik was van de verdediger. Waarom? Ja, ik heb het einfach gemocht, hinten te stehen en die nul te halten. Want beter te zien dan een gegner. Genau, om die gegner, die stürmer, te ärgern. Dan wens ik je veel erfolg in Groningen. Dankjewel.